Wenn Sie die Zaptec Go installiert haben, sind die folgenden Schritte für die Konfiguration der Ladestation durchzuführen. Laden Sie die Zaptec App herunter. Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche Ladestation installieren. Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie auf das Haussymbol und anschließend auf das Symbol oben links und auf Zaptec Go installieren. Scannen Sie den QR-Code. Der QR-Code befindet sich sowohl auf als auch hinter der abnehmbaren Frontabdeckung. Geben Sie den PIN-Code ein. Sie finden den PIN-Code in der Kurzanleitung. Konfigurieren Sie nun die Ladestation. Geben Sie dafür die Absicherung des Stromkreises, der Ladestation und den maximalen Strom der Ladestation ein. Geben Sie für die Ermittlung der Phasendrehung an, welche installationsseitige Phase auf der Klemme L1 der Ladestation angeschlossen ist. Wenn die Statusanzeige von Orange auf Weiß umschaltet, haben Sie die Ladestation erfolgreich konfiguriert. Sie können pro Installation bis zu 3 Zaptec Go Ladestationen installieren. Weitere Informationen finden Sie unter zaptec.com/support. Jetzt können Sie die installierte Zaptec Go an Ihren Kunden übergeben. Der Kunde verbindet sich anschließend mit der Ladestation und kann so alle Vorteile der Ladestation nutzen.